Des Menschen Seele gleicht dem Wasser. Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es und wieder nieder zur Erde muss es, ewig wechselnd. Mit diesem Auszug aus Goethes Gesang der Geister über den Wassern bringe ich euch zu einem weiteren authentischen Frau-Holle-Ort, dem Kinnborn, mit seiner Quelle. Quellen gelten seit alters her als Symbole für Fruchtbarkeit, Gedeihen und Wachstum und waren insbesondere in der Meißner Gegend der Göttin Holle geweiht. Denn der Kreislauf des Wassers von Verdampfen, Regnen, Fließen und Verdampfen spiegelt das Wechselspiel zwischen Werden und Vergehen und dem ewigen Wandel in der Natur wider. Wegen ihrem verborgenen inneren und äußerlich sichtbaren Wasserkreislauf wurden Quellen auch als Übergang von der Unter- zur Oberwelt angesehen. Aus dem Urtbrunnen schöpfen die heiligen Schicksalsfrauen, die Nornen, das alles verjüngende Wasser und begießen damit den Weltenbaum, der dadurch immer grün und lebendig bleibt. Frau Holles Wasser fungiert als Seelenbad, ist reinigend und heilend und öffnet ein Tor in ihre Welt. So war auch der Kinnborn ein Holleborn, und zwar einer von besonderer Bedeutung. Über den aber in der heutigen Zeit erstaunlicherweise nur wenige Informationen zu finden sind. Das Internet weiß viel, doch über Frau Holle viel zu wenig. Zurück zum Kinnborn, an dem die Göttin verehrt wurde. Der an einer Böschung liegende Quellenaustritt ist mit einem Sandstein überdeckt, der eine kinderfaustgroße kreisrunde Einmeißelung mit einem darüber eingehauenen Kreuz aufweist. Über das Alter dieser Einmeißelung ist aber nichts Sicheres bekannt. Es könnte eine Opferdelle aus germanischer Zeit für Salzopfer sein, so wie sie im Werra-Gebiet einst üblich gewesen sein sollen. Denn trotz widersprechender kirchlicher Verordnungen und kirchlicher Salzwein blieb es im Volk ein Brauch, den alten Göttern zuliebe etwas Salz in Brunnen, Teiche und Quellen zu werfen. Es kann aber auch sein, dass rastende Salzvorleute auf ihrem Weg nach altem Brauch und aus Gewohnheit ein Opfer in Gestalt von Salz darbrachten und dass dann später kirchlicherseits dieser heidnische Ort durch Anbringen eines Gnostikerkreuzes über der Opferdelle entsühnt werden sollte. Auf einem zweiten Stein erkennt man die Jahreszahl 1777 und bei genauerer Betrachtung ist zu erkennen, dass diese Jahreszahl erst lange Zeit nach den Symbolen am Stein angebracht wurde. Warum im Jahr 1777 eine neue Fassung der Quelle vorgenommen wurde, war wohl nicht mehr festzustellen und ist somit auch mir nicht bekannt. Eine Sage von der Kinnbornwiese erzählt, es sei dort nicht geheuer, denn nachts würden dort des Öfteren drei weiße Frauen tanzend gesehen. Es soll sich um die drei heiligen Schicksalsfrauen, die Nornen, handeln, die wie die Göttin Holle an Quellen, Bäumen und Felsen verehrt wurden. Andere Erzählungen beschreiben eine weiße Frau, die tanzend auf der Wiese gesehen wurde. Und so sind hier am Kinnborn wohl die mystischen Figuren der Nornen und der Frau Holle miteinander verschmolzen. Ob es am Wald lag, der sprudelnden Quelle mit ihrem klaren Wasser oder der Tanzwiese, ich weiß es nicht. Aber das könnt ihr mir glauben. Nach meinem Aufenthalt am Kinnborn war ich tief in meinem Innersten auf eine ganz besondere Art und Weise glücklich und belebt. Des Menschen Seele gleicht dem Wasser. Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es und wieder nieder zur Erde muss es. Ewig wechselnd.